Jo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Defiance. Wieder mit euer Kerl Tobi und weiter geht es jetzt. Wir müssen jetzt mit Varys Zoleptor sprechen. Varys Echolon Söldner sind in Stellung gegangen, um die Milvelli Mine einzunehmen. Leiste Unterstützung und schlage ihnen eine Bresche. Anschließend kannst du dir die Eichenzelle beschaffen. Sieh zu, dass du schnell zur Mine kommst. Geduld gehört nicht gerade zu Ekolons Stärken. Echolon, yo. Echolon-Soldaten. Gut, ich hab kapiert, dann legen wir mal los. Habe ich jetzt überhaupt noch eine Nachricht bekommen? Also der spielt Fable 3. Ja, Leute, der Fisch spielt nun Fable 3. Wie die anderen alle auch, weil das ja kostenlos jetzt momentan ist auf Xbox Live. Momentan, ich meine, die haben das jetzt erstmal kostenlos. Ja, die haben das auch kostenlos gemacht, so gesehen. Und als nächstes wollen die immer jede zweite Woche immer ein Spiel kostenlos rausstellen. Also heißt im Monat zwei Spiele. Achso, den Hinterhalt sollen wir jetzt helfen. Okay. Wow. Ah, Jungs. Haha, die Granate. Ist leider an ihm ein bisschen vorbei ge Was? Geplumpt. Lol. Ja, jetzt kommt wieder so ein mega fetter, großer Typ. Eher so. Wow. Voll drauf. Schwarzlunge. Denk darüber nach. Siehst du noch welche? So, dann begeben wir uns zur Mine. Jeha. Ja, man, haben wir gut aufgeräumt. So kann man das so schon sagen. Wow. Er denkt es nur ans Geld, ey. Es ist der Sparer bei ihnen. Vermutlich. Gehen Sie herum! Ich habe die Firewall überwunden. Da drüben müssen wir auch noch hin. Oh, da ist wieder ein Spieler, der uns mit unterstützen kann. Sperren überwunden und bin im System. Die 99ers haben mir eine Sprengstofffalle aufgebaut. Ruf die Spezialisten von Echelon über Funk. Okay. Wird gleich gemacht. So, dann rufen wir sie mal per Funk. Die Echelon-Truppe ist unterwegs. Alabama One auf Position. Errichtet eine Verteidigungslinie. Hey, was machst du da? Ich dachte, ihr hättet ihn aufgesichert. Ja. Boah, schon wieder so eine Schwarzlunge. Ja, der haut mich voll weg.
Ja, haut mich voll. Oh, ey! Krasse Viecher. Yeah, baby, yeah. Wow. So, einige halten aber auch ganz schön gut durch. Kann aber ausrasten. Nein. Leute, chillt doch mal euer Leben. Wow. Handkontakt. Ja, einfach ihr Leben chillen. Au, danke schön. Okay, Jungs, haut mal rein. Folge den Söldnern. Die Rostlaben sind weg. Übernehmt die Mine. Wir haben bereit. Ich hab ihn! Ich orte zahlreiche Angreifende. Oh, jetzt kommen noch Raiders. Super. Raiders kommen auch noch. Oh. Das macht uns gar nichts, wenn wir zum Glück die Echolon-Soldaten auf unserer Seite. Wow. Elite-Blitzer. Das geschieht mit euch. Ja. Ach Mensch. Kommt immer mehr hier. Ihr Wahnsinnigen. Wow. Ja, kommt auch her, Freunde. Hier werdet ihr immer schön Bekanntschaft gemacht. Und er ist down. Wow. Geht ganz schön hier gut ab, ne? Kein Grund zur Sorge mehr. Sie ist entschärft. Super. Bombe gesichtet. Ich kümmere mich drum. Bombe. Es geht los. Scheint ja alles hier voll so verbombt zu sein. Na los, ihr Bastarde. Geht rein und übernehmt die Mine. Ja, jetzt müssen wir noch weiter verteidigen. Wow. Ja. Hier geht's immer richtig ab. Ich brauche einen Schuss sofort. Waffen bereit. Nächster Rang mit Sturmgewehr. Ich brauche Hilfe. Oh, immer mehr, immer mehr. Ich orte weitere sich näher. Die gehen mir echt nicht auf. Sie ist entschärft. Ihr gebt echt nicht auf, Leute. Was ist nun mit euch los? Was ist nun mit euch los? Oh. Das wird schmerzhaft. Yeah, okay. Siehst du noch welche? Jetzt sah die noch die nächste Bombe, ne? Oh. Genau in unsere Falle. Nein. Bring sie zurück. Wir laufen auch noch da direkt rein. Coole Sache. Raiders kommen, Raiders gehen, wollen immer Stress mit uns. Boah. Das wird schmerzhaft. Gut gemacht. Yeah, baby, yeah. Cool. Der hier, Super Soldier, folgt uns auch noch. Scheint wohl die nächste Bombe hier zu sein.
Echt? Wir haben Besuch! Ich schau mal kurz bei den Waffen. Es geht los! Jo, was ist das mit dem Präzisionsgewehr? Ja, geil. Ihr habt keine Chance, gleich haben wir es geschafft. Super. Mann, ey, diese Schildleute, die sind richtig ranzig. Ah. Mann. Chill mal. Stop! Please! Bam! Wow! Das war recht knapp. Aua! Nein, tut überhaupt nicht weh, wenn man eine Rakete direkt abkriegt. Gute Arbeit! Super! Ich orte keine Spur der Archenzelle. Sie ist definitiv nicht hier und war es auch möglicherweise nie. Gute Arbeit. Diese Mine wird mich reich machen. Komm zurück, damit wir darauf anstoßen können. Oh, und tut mir leid wegen des Missverständnisses mit der Zelle. Das ist Pech. Der Herr Gysi hat gelogen. Die Zelle war nie in der Mine. Knöpf dir diesen Idioten vor und mach ihm klar, dass wir es ernst meinen. Hey, Kumpel. Varys ist im Krater und gibt damit an, dass er dich getäuscht hat. Sieht so aus, als habe er Hinweise auf das gefunden, wonach du suchst. Komm hierher und ich helfe dir. Cool, eine automatische Schrot. Cool, geil. Geht durch. Okay, Varys hat uns getäuscht, das geht schon mal gar nicht. Und ist das eine Hauptmission? Ja. Hintergedanken. Da kriegen wir Gulanit Bergmann. Ja. Teleportieren wir uns einfach hin. Hin teleportieren, ja. Einfach mal hin teleportieren, oh. Da müssen wir hin. Oh. Es ist an der Zeit, die Wahrheit über die Eichenzelle zu erfahren. Nimm dir Varys im Krater vor und finde heraus, wo sie sind. Bist du da? Wenn du zu Varys willst, müssen wir erst diese Echelon-Leibwächter aus dem Weg schaffen. Triff mich hinter der Bar. Ich habe einen Plan. Ja, und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, Leute. Lasst mir doch ein Like da und guckt einfach mal in die Playlist mit rein. Da findet ihr auch noch weitere Parts zu Defiance. Außerdem könnt ihr auch noch eine meiner anderen Projekte anschauen, wenn ihr wollt. Und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und